Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Fichtal. So, Feld ist fertig gepflügt. Jetzt kam gerade noch eine Nachricht rein vom Maschinenhändler, Maschinenhandel-Info. Der Winter steht vor der Tür. Es gibt günstige Komplettangebote, solange der Vorrat reicht. Ich denke mir, wir fahren da einfach mal vorbei und schauen uns das Ganze an. Weil wir haben für den Winter so gar kein Equipment. Und wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen was da haben. Vielleicht kann man auch den einen oder anderen Auftrag der Gemeinde abluchsen. Und deshalb fahren wir jetzt da einfach mal vorbei. Ich habe eben gerade mit dem Klaus telefoniert. Und der hatte mir da schon was erzählt. Deshalb habe ich so ein bisschen Vorinfos. Und wir haben es ja vorhin schon in der Aufnahme gesehen, dass da viele Maschinen rumstanden, als wir den Trecker geholt haben. Oder halt viele Anbaugeräte. Und das ein oder andere würde mich schon interessieren. Sage ich jetzt mal so. So, links frei, rechts frei, volle Lotte durch. So. Es tut mir leid, wenn ihr meinen Lenker noch hören solltet. Ich habe da immer noch nicht die passenden Einstellungen gefunden. Tut mir echt leid, aber ich bin da dran. Bin aber auch noch jetzt Urlaub sicher noch voll mit meiner Diplomarbeit beschäftigt. Tagsüber, deshalb ist das immer so eine Sache, ne? So. Wo ist er denn? Der Jute. Geht er hier drin? Nee. Ah, da steht er ja. Da steht er ja. Klausi! Ja, moin. Da bin ich. Na, warum hat er das jetzt nicht gemacht? Gib mir Sekündchen. Ja. So. Da ist er. Ja, da bin ich. Müssen wir noch auf jemanden warten oder machst du einzeln? So wie jeder kommt. Ich habe geschrieben, solange der Vorrat reicht. Das ja, ich ist bin was, da. Was ich auf die Stelle bekommen konnte. Ja, ich bin da. Ich bin da. Also wir haben, du hast halt quasi die Wahl. Du nimmst einen Streuer und eine Fräse oder Streuer und Schild für komplett nur 10.000 Euro. Anstatt 17 oder 15, 16. Mhm. Oder du nimmst ein Komplettset da hinten, eins von den beiden für 50 Schienen. Nee, das kann ich nicht machen. Ja, was würdest du denn empfehlen? Schild oder Fräse? Mein Cousin. Mhm. Der Lukas von Donnersmark, der hat damals mit der Fräse gearbeitet. Das war ganz gut. Okay. Und von ihm, der Cousin dritten Grades, wie hieß er denn nochmal? Der kam aus da oben Pilsum am Deich, die Ecke weg. Der Andersen, okay. Genau. Ja. Der hatte ein Schild gehabt, das war aber nicht so gut, hat er gesagt. Das klappte da irgendwie nicht. Ah, okay. Aber gut, die Norddeutschen haben ja sowieso keine Ahnung, ne? Ja. Gut, die müssen eh meistens mit Fräse arbeiten. Weil da oben hat es ja ein bisschen mehr Schnee als hier unten. Ja, also ich würde die Fräse nehmen und einen Streuer. Also ja, Streuer gibt es ja immer dazu, ne? Ja. Ja, und sonst kann ich mir notfalls immer noch ein Schild kaufen. Richtig. So für kleine Ecken.
Ja, also es gibt auch zwei Arten von Schildern. Es gibt einmal das zum Knicken hier in der Mitte. Oder halt das schwarze. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Das schwarze ist ein reines Schiebeschild, ne? Ja. Klar kannst du die Neigung auch einstellen, ne? Mhm. Aber du kannst es halt nicht so... Ich sag mal, mit dem anderen könntest du grob einen V machen, ne? Ja. Dann kannst du wirklich vor dich her schieben und nicht zur Seite oder so. Genau. Oder nee, halt wirklich nur schmalen Streifen, so wie du willst. Ja. Ne, wir probieren es mal mit der Fräse. Ja, gut. Dann reserviere ich dich schon mal eine Fräse und einen Streuer. Mhm. Ja, Streusatz gibt es oben am Landhandel. Super. Da gibt es erstmal pro Hof 2000 Liter. Was passt denn hier rein? Können wir... Boah, da müsste ich jetzt lügen, was reinpasst. Gib mir eine Sekunde, muss ich nochmal aufs Handy gucken. Das heißt SG 2000, also ich nehme an 2000 Liter. 2000 Liter gehen rein, also eine Füllung. Okay. Aber wir haben genug da, also. Da. Super. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe, glaube ich, 60.000 Liter bestellt oben. Ah, ja gut. Sollte erstmal rein. Ja gut, ich weiß ja nicht, wenn die Stadt noch kommt, was die noch braucht, ne? Ja, deshalb hat er zwei Zapfwellen. Anschlüsse. Der muss wohl, ne? Oder kann der das drehen? Keine Ahnung. Ich frage mich gerade nur. So. Aber ist eigentlich ein sehr guter Hersteller, Samasch. Also von daher. Ja. Na gut, ich werde es rausfinden. Ja. Ich glaube, du bist mit dem Schild auch besser, weil es ist robuster, ne? Wieso Schild? Also ich meine, wenn du das Schild später noch nehmen würdest. Ach so. Dann würde ich das kleine hier nehmen. Das reicht vollkommen. Okay. Ja gut, dann mache ich dir alles fertig, leg's an die Seite und dann würde ich sagen, kannst du es abholen kommen im Laufe des Tages. Oder bist du schon mit was da? Ich bin mit dem Trecker da. Ja, könnt's gerade mitnehmen. Ja. Legen wir das so grob hier raus, ja, ne? Ach, das ist kein Problem. Das kriege ich hin. Sind aber auch schöne Dinger. Was? Die Fräse? Oder der 900er? Alles. Kannst du die Fräse nehmen? Ach ja, du willst erstmal nur wegziehen, ne? Nee, ich hätte die Fräse hinten dran gemacht, wegen Sicht. Wenn die halt oben ist. Ja. Ja, ich kenne den Polizisten noch nicht so gut. Ich glaube, der ist heute auch nicht da. Ja, man weiß nie. Plötzlich steht er vor einem und kontrolliert, ne? Ja. Na siehst du, das passt doch wunderbar. Ja, kannst auch rückwärts fahren komplett. Stimmt, warte mal. Da war doch irgendwo was. Ja, die Kabine konntest du doch bei einem drehen. Ich weiß aber nicht, ob es bei dem jetzt war. Könnte ich bei dem nicht drehen? Ist es der neue? Ja. Doch, bei dem schon. Lass mich mal reinsetzen. Ja. Guck. Ja, perfekt. Mit welcher Taste hast du das jetzt gemacht? Ich habe das auf meinem Stream Deck. Ach so. Habe ich das die auch? Driver Mode, die Fahrtrichtung. Warte. Moment. Uh...
Da steht dick und fett Driver mit so einem Lenkrad und einem Pfeil. Echt? Ja. Unten drunter steht Driver. Links davon oben ist, ah, da drüber ist. Ja. Ich hab's. Ja, perfekt. Ja, siehst du. Ja, gut. Überschreiben wir das noch ganz kurz und dann kannst du mir 10.000 Schleifen überweisen. Ja. Soll ich da einfach so überweisen oder willst kannst du rechnen? Einfach so überweisen. Mach mal doch. Garantie ist sowieso bei mir, also von daher. Maschinenhändler, gerne dann Hof überweisen. Oh, mach mal hier. Boah, das ist für die Feiertage. Ja, das versaufen wir später. Ja. Gut, dann lässt du ein. Perfekt. Na gut. Ja gut, dann würde ich sagen, Dank. Überschreibe ich dir das Ganze eben noch schnell fix und fahr mal ein Stück vor. Ja. Ach, ist das ungewohnt. Ja, ist beides drin. Lohnunternehmen und Lohnunternehmen. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Dann bist super. Du auf jeden Fall gerüstet. Dann, ja, wenn du mal Hilfe beim Räumen brauchst oder so, ne, gib's Bescheid. Ja, ja, ich habe ja oben auch noch den Kleinen stehen, muss ich mal gucken. Oder ob ich mir noch einen mitnehme, wenn da hier einer überbleibt. Boah, nee, das wäre kalt. Ja. Ja, noch müsste es doch gehen von den Temperaturen, oder? Was sagt die Anzeige? So 6 Grad. Ja. Nee, erst gegen 22 Uhr. Na. Die Frage ist, wie weit sind alle? Kann man ein bisschen die Zeit schneller laufen lassen? Oder? Das müssen wir schauen. Okay. Kannst du mal rumfragen. Jawohl. Na gut. Dann viel Vergnügen. Besten Dank. Und für Salz kommst du dann hoch, ne? Ja, mache ich. Wahrscheinlich, wenn es soweit ist. Genau. Super. Bis dann. Tschüss. Besten Dank. Tschüss. So. Knallen wir noch die Rundumleuchte rein. Ich denke, mit einer Fräse und einem Miststreuer, hätte ich fast gesagt, und einem Salzstreuer fahre ich, denke mal, nicht schlecht. Kann ich in eine 22 fahren? Ja, Tatsache. Wenden. Nee, nicht blinken. Wo war das jetzt? Mensch, hier. Zack. Drehen. So. Das sind 22, ist eigentlich eine gute Geschwindigkeit dann zum Fräsen. Müssen wir uns merken. Aber sonst 63 ist schon nicer, ne? So. Mal schauen, wo wir das unten bringen. Wow! Hier, irgendwo an dieser Stelle, bleibt man auf der Straße hängen. Das werde ich jetzt nicht ausspielen. Es gibt ab und zu so Stellen, da bleibt man einfach, wenn ich so auf der Straße fahre, bleibt man hängen. Das hat jetzt auch nicht mit der Leitplanke oder so zu tun. Das ist Map-bedingt. Aber Glück gehabt. Also wenn ich liegen geblieben wäre, dann hätte ich schon ausgespielt. Aber wenn es sich natürlich wieder aufstellt, ne? Und ihr habt ja nichts gesehen. So. Wo war ich denn? Genau, wir müssen noch rausfinden, wo wir das runterstellen. Und
Ja, was hat er jetzt eigentlich noch geschrieben? So. Wir könnten das Schnee-Equipment passt aber nicht da unten dran, ne? Ich weiß, wo wir das hinstellen. Und zwar gehen wir hinten raus, also Pausenraum etc. für Mitarbeiter, und das stellen wir einfach da hinten hin. Weil wenn keine Mitarbeiter da sind, kann auch keiner Pause machen. Rein. Früher einlenken. So. Hä? Habt ihr die Fahrskills gesehen? So muss das. Ja. Perfekt. Können wir nämlich das auch, wenn Schnee angesagt ist, hier reinstellen. Tor zu, und dann ist der schön warm, wenn wir früh raus müssen. Hat auch keiner gesehen. So, dann gehen wir Steine sammeln. Die sollen sich jetzt noch ein bisschen bequatschen da. Nee, reicht nicht. Nee, falsche Seite. So. Das ist auch wieder mal. Ne? Es gibt Weihnachtsmarkt, wir wissen aber noch gar nicht wann. Deshalb schreiben die der jetzt so ein bisschen. Das finde ich halt cooler an dem Team, ne? Man kann wirklich das Ganze spontan machen. Und davon lebt unser Projekt auch ein bisschen. Zum Glück ist da nichts angesetzt. So. Dann. GPS, aufklappen. Mal probieren. Das funktioniert auch. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der Wahnsinn. So. GPS an. Maschine an. Und los geht's. Wunderbar. Ach ja, der Johnny. Moment, das können wir besser. Oh.
So. Runter. Sehr schön. Müssen wir dann mal noch dem Money sagen, da über dem Dach liegt noch ein Baum, also liegt. Hat er noch einen Baumstumpf vergessen? Das ist nicht so optimal. Wollte richtige Seite einschlagen, aber falsche Taste erwischt. Moment. Das Ding ist nicht eingeschaltet. So, viel besser. Ich bin noch ein bisschen am Üben, aber es kommt schon, es kommt schon. Ja, wir haben jetzt 4. Januar. 4 Tagen muss ich wieder arbeiten gehen. 2 Wochen Urlaub. Überhaupt keinen Bock. Ja, was will man machen, ne? Ist halt so. Na gut. Wir sind auch schon an der Zeit angekommen. Deshalb würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und ihr dürft auch wieder mal einen Kommentar da lassen. Würde mich freuen. Und da würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!